bisschen durchgeschimmert, ist, und das ist das Thema Nutzen. Also was bringt das Internet wirklich dem Unternehmen? Und über den zwei Referenten, die Sie heute hier schon gesehen haben, Herrn Treuer von Airbus und Herrn Meyer von Eismann, den Olaf Dick von der Firma Seitenbau und heute Morgen auch schon kennen hatten, den Professor Meyer von der Uni Stuttgart. Aus dem Publikum selber kam ja heute die Frage, ja, kann ich denn Nutzung eines Internets mit Nutzen gleichsetzen? Also kann ich sagen, wenn meine Page-Impressions nach oben gehen, alles voll, dann muss ja auch der Nutzen für das Unternehmen tatsächlich größer werden. Und wir haben dann ganz kurz angesprochen, ja, ist das dann überhaupt richtig? Wenn das meiste dieser Nutzung auf den Speiseplan geht, ist das dann echt ein Nutzen? Oder wenn die Nutzung beispielsweise dadurch steigt, dass immer mehr Informationen reinkommen und dadurch die Klickpfade beispielsweise immer länger werden, immer komplizierter, die Leute sich also nicht mehr zurechtfinden, ist das dann auch ein Nutzen? Und insofern möchte ich gerne da Ihre Meinung hören, ja, kann man diese Gleichung tatsächlich aufstellen, Nutzung gleich Nutzen? Kann ich also so mit so etwas zum Management gehen und sagen, hier, Kurve zeigt nach oben, ganz toll, gibt noch mehr Geld, dass wir das noch besser machen können? Oder geht das überhaupt nicht? Oder wenn ich sage, ja, das geht, welche Voraussetzungen muss ich vielleicht auch schaffen, dass das eben tatsächlich dann realistisch ist? Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Meyer von Eismann. Bei Ihnen ist ja das Internet sehr auf die Friedensorganisation ausgerichtet. Da könnte man ja sagen, ja, so wenn die Vertriebsleute besser informiert sind, dann können die auch mehr verkaufen. Wie stellen Sie diese Zusammenhänge her und messen Sie zum Beispiel die Nutzung, um den Nutzen auszuweisen? Gut, also wir können keinen direkten Zusammenhang jetzt zwischen der Nutzung des Intranets und der Nutzung des Intranets und sagen wir so Umsatzsteigerung herstellen. Also wir haben erstmal durch das Intranet bestehende Prozesse abgelöst, die uns Geld gekostet haben, zum Beispiel der Postversand. Wir merken aber auch schon, dass die Informationsschnelligkeit und der Informationsaustausch steigt und dass das natürlich in einem hochkommunikativen Bereich über Eismann natürlich sehr stark hilft. Und wir haben verschiedene Menschen draußen im Vertrieb, die sich verschieden informieren. Wir bieten jedem also eine entsprechende Herangehensweise. Aber wir können das nicht eindeutig verbinden. Wie ist es bei Airbus? Messen Sie zum Beispiel Page Impressions, Visits und sagen dann hier, wir kommen voran? Ja, ich glaube, ich kann das auch so. Wir messen, ich denke mal, mehr oder weniger werden das wahrscheinlich ja alle machen, dass man auf die Zahlen zugreift, dass man sich die Zahlen anguckt, die es gibt. Achso. Okay. Dass man sich natürlich die Zugriffszahlen, die Visits, Visitors und so weiter anguckt. Aber was für mich viel entscheidender ist, ist, dass man dann mit den Zahlen, die man dann hat, die erstmal sehr nüchtern und nackt sind, dass man daraus dann auch wirklich die richtigen Schlüsse zieht. Also es ist wahnsinnig, es ist zu simpel, sage ich mal, wenn man sich anguckt und dann feststellt, hier diese Seite hat irgendwie ganz viele Zugriffe, das muss eine richtig tolle Seite sein und die hat wenig Zugriffe, die ist schlecht. Das ist viel zu einfach, also man muss sich mit den Zahlen schon sehr viel intensiver auseinandersetzen. Um zu gucken, was wir machen, ist, wir setzen es zum Beispiel in Relation auch dann natürlich zur Zielgruppe, für wie viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ist diese Information überhaupt relevant. Gibt vielleicht nur 1000 Zugriffe darauf, aber es sind ja auch nur 100 Mitarbeiter, für die diese Information relevant ist, dann ist das ja vielleicht durchaus sehr, sehr erfolgreich. Also man muss sich mit diesen Zahlen schon sehr stark auseinandersetzen und die wirklich auch analysieren und in Relation setzen. Dann können Sie wirklich tatsächlich etwas leisten und etwas liefern. Aber wenn man einfach die Zahlen nur so nackt nimmt und sagt, die erfolgreichsten Inhalte sind die mit den meisten Zugriffen, dann läuft man Gefahr, das falsch zu betrachten. Okay, sind Herr Dick vielleicht sehr für Unternehmen, solche Instrumente einzuführen. Und vielfach ist es ja nicht gerade einfach, Management beispielsweise als Geldgeber zu überzeugen, so etwas überhaupt
machen kann und dann eben Fragen nach dem Nutzen sehr schnell kommen, vielleicht auch Fragen nach finanziellen Nutzen. Was ist Ihre Empfehlung an Unternehmen, wenn man solchen Diskussionen auch am besten begegnet, dass man eben nicht nur dann anfängt, Dinge auszurechnen, große Statistiken zu führen, nur dass die Statistiken führen? Ja, ich halte es dann mit der Frau Bogge, die heute früh eigentlich seit Treffen gesagt hat, wenn das Management es nicht will und nicht dahinter steht und nicht unterstützt, dann brauchen die Sache was gar nicht anfangen. Also ich finde, entweder ist die Überzeugung da im Unternehmen, in der Unternehmenskultur auch, und mit Intranet, mit einer gewissen vielleicht auch Offenheit und dem Austausch mit vielleicht auch ein paar oder zwei neuen Komponenten aufzubauen oder nicht. Also es geht halt um viele weiche Faktoren, die kann man sich schön rechnen, wenn man möchte. Die Zahlen sind eigentlich nichts wert, nach meinem Empfinden. Also ich denke, man muss davon überzeugt sein, jeder predigt, das wichtigste Kapital bei uns sind die Mitarbeiter. Wir wissen, das ist unser Innovationspotenzial. Und dann muss ich sagen, dann Hosen runter, dann steht auch dazu und befähigt die Leute, sich auszutauschen, schöpft diesen Pool aus. Also es geht viel um Überzeugung und Unternehmenskultur. Jetzt ist im Management ja häufig eine ganz andere Meinung verbreitet, und ich möchte gerne Ihr Statement Niemeyer zu hören, dass ja what you can measure, what you can manage, what you can measure. Also einfach sagt ja, Leistungsmessung, KPIs obsolet, würde dem natürlich sehr stark entgegenlaufen. Gibt es vielleicht einen Mittelweg? Oder was würden Sie auch aus einer übergreifenden sagen, wo liegt da die Lösung? Naja, es ist ein Thema, das mir vielleicht auch gerade im Nachgang zu dem Vortrag von der Frau Rocke, ich habe im Nachgang gerade das Thema mit ihr diskutiert, vielleicht nicht unbedingt so stehen lassen kann. Ich glaube schon, wenn das Management, wenn die Führungskraft sagt, wir brauchen sowas wie ein soziales Intranet und es wird eingeführt und gemacht, dann ist es gut und prima. Und das sind sicher auch die Leute, die sehr früh eigentlich da eine Idee dahinter haben. Nur aktuell, das geht ja immer mehr eigentlich in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Industriebereiche rein, trifft man eben auf eine andere Gruppe von Führungskräften, die eben mehr danach orientiert sind, dass sie etwas Fassbares haben wollen, was Messbares haben wollen, dass sie Best Practice haben wollen, dass sie sich nicht die Finger verbrennen lassen wollen. Und wenn man dann sagt, ja, entweder seid ihr überzeugt oder ihr macht es nicht, klammern wir die wahrscheinlich schnell aus. Also man muss denen, denke ich, eine Antwort geben. Und ich denke, man kann denen eine Antwort geben. Nämlich in der Richtung, dass man sicher, wenn man solche soziale Internetkomponenten eigentlich berücksichtigt, es natürlich eine Menge an Faktoren gibt, die man sehr schwer messen kann, die weiche Faktoren sind, die was zu tun haben. Also wenn man sagt, okay, wenn sich die Leute in einer globalen Art und Weise austauschen und dann Informationen untereinander teilen und dann entdeckt man was und eine Problemlösung, das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja, die gibt es und die sind auch wichtig, aber ich bin mittlerweile auch überzeugt davon, dass wenn man wirklich den Teil, den man wirklich mit harten Faktoren rechnen kann, Produktivitätsmöglichkeiten, dass das allemal eigentlich ausreicht, um eine Investition zu begründen. Und deswegen ist eigentlich meine Empfehlung eigentlich in solchen Projekten immer, ja, wenn jemand das berechnet haben will, dann sagt mir, was sind eure Rahmenbedingungen. Es gibt ja auch dann, Frau Controller haben solche Manuals und Guidelines, was sie berücksichtigen wollen, so wie sie das ausgerechnet haben wollen. Dann rechnen wir das mal aus, das reicht alle mal aus und sagen, es gibt noch viele, viele andere Faktoren, die eigentlich da dazukommen. Und das führt natürlich dann genau eigentlich zu dem Thema der KPIs, was man eigentlich messen muss. Und da gibt es, glaube ich, gerade bei dem Social Intranet einen besonderen Fall, dass es eben dort auch sehr stark auf die Mitarbeiter, auf die Nutzergruppen, auf die Stakeholder ankommt. Also man kann dann schon vom Projektteam aus mal sagen, wir wollen sowas einführen, weil, was weiß ich, ein anderes Unternehmen, da kann man was Schönes formulieren, das kann man auch mal festschreiben, das ist dann eher sowas wie so ein bisschen Statement. Dann kann man sicher mal die aktuelle Arbeitswelt eigentlich anschauen. Da gibt es auch schreckliche Statistiken, wenn man das durchschaut, wie viel Zeit ein Mitarbeiter am Tag mit Recherche nach Informationen findet, wie viele E-Mails er beantworten muss, was weiß ich, wenn man das zusammenrechnet, fragt man sich ja, ob ein Mitarbeiter überhaupt noch was zu arbeiten hat, wenn er nur recherchiert und Dokumente kompiliert, die er dann irgendwann mal braucht. Das kann man sich auch mal anschauen. Und dann denke ich, muss man auch wirklich mal in die einzelnen Nutzergruppen reingehen und sagen, was versprecht ihr denn eigentlich davon? Was könnt ihr denn gut machen? Was könnt ihr eigentlich besser machen? Und das muss so eine mittlere Ebene, wenn man sagt, Mensch, das sind Faktoren, die haben uns die Mitarbeiter genannt, das ist eine Chance, die können wir bewerten.
Und wenn man die, wenn man die dann mal definiert hat, dann findet man entsprechend auch auf der Ebene der Metriken unterstützende Faktoren. Man sagt, okay, wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwo ein Thema vielleicht intensiver diskutieren, breiter diskutieren, bevor wir zum das Haus geben oder sowas, wir wollen eine breite Abstimmung haben, kann man sagen, okay, wie viele Kommentare gibt es zu dem Thema? Wie häufig wird irgendein Thema aufgerufen? Also auf einer mittleren Ebene versuchen rauszubekommen, Faktoren, die was mit dem Geschäft zu tun haben, die das Geschäft unterstützen, dann zu schauen, wie hängen die zusammen mit mehr so operativen Metriken, die man dann sehen kann, typischerweise in einem Analytics-Tool. Und darüber kann man dann immer wieder mal sagen, okay, und jetzt hat das Unternehmen ja typischerweise Geschäftsprozesse und KPIs definiert, findet man dort eigentlich auch einen Bezug. Wie gesagt, wenn jemand sagt, wir wollen sowas und das ist für uns wichtig, braucht man das ganze Zeug nicht machen. Aber wenn einer sowas machen will, denke ich, kann man das schon in der Form durchführen. Sie haben sich sehr stark auch auf den Bereich Social Internet angewendet. Wenn man das weiterspinnt und jetzt sagt, ja okay, man kann da gewisse Dinge messen, die fürs Unternehmen relevant sind, kann man da auch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, wie erfährt denn der einzelne Mitarbeiter, der in diesen Medien sich dann bewegt und aktiv teilnimmt, denn über seine Performance kann auch der letztendlich eine Rückmeldung über eine bestimmte Messung, bestimmte Größen erhalten, was sein Beitrag ist eigentlich. Eine formale Aktivität. Ich glaube, das ist schwierig, wenn man mal schaut, was ist der Inhalt von so einem Beitrag. Aber auch dort gibt es bestimmte Faktoren. Man sagt, wir wollen jetzt irgendwo die Aktivität von einem bestimmten Mitarbeiter wertschätzen. Man sagt, okay, da gibt die Möglichkeit, das war glaube ich auch in dem Intranet der T-Systems Multimedia Solutions, etwas zu liken, das ist ein Strukturbeitrag. Das ist ein Faktor, und wer eben viele Likes hat, einen Beitrag geschrieben. Ja. Mal schauen, was vielleicht die Leute ist, mit dem man solche Themen angehen und diskutiert. Also man findet schon Möglichkeiten, wobei natürlich dann immer schnell wieder die Grenze der Leistungsmessung eigentlich reinkommt, wo dann auch vielleicht ein unnötiges Fass aufmacht, das man dann aufmachen müsste. Ja, Betriebsrat haben, können Sie das schon mal vergessen? Nee, ich denke nicht. Ich denke, wenn man frühzeitig mit Betriebsräten redet, finde ich das eine gute Sache, wo man mitmachen kann. Also, absolut. Leistungsmessung finde ich kein gutes. Ja, nicht Leistungsmessung. Aber ob man so eine Seite wirklich bewerten darf oder ob man sie nur liken darf. Also bei Facebook gibt es auch nicht Anliken. Wenn man es halt reduziert auf Zustimmung, ja, das hat mir geholfen, dann ist das ein Artikel, der, also wird es viele geben, die nie geliked werden. Und es wird halt der vielleicht belohnt, der einen Artikel geschrieben hat, der oft geliked wurde. Aber es ist, ich denke, auch mit Betriebsrat gut durchzubringen, also aus meiner Erfahrung. Ja. Ich kenne Kunden, die setzen es ein, aber... Das kommt auf die Größe des Unternehmens an, bei Konzernen. Also bei Pro7, Sat1, MediaAG funktioniert es zum Beispiel. Ja. Das liegt auch daran bei den Betriebsräten, dass die für das auch ein ganz neues Medium ist. Das heißt, die wissen ja gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie es bewerten können. Und auch von den Leuten, die Betriebsräte unterstützen, auch von denselben Gewerkschaften, gibt es noch viel zu wenig Know-how. Ich bin jetzt froh, dass einfach mal so ein paar Dinge, wie so das Forum für soziale Technik gestaltet, dass ich langsam jetzt mal diesem Thema annehmen kann. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten, ja, weil die Fragen, die kommen noch, das Unternehmen so. Ich kann noch mal kurz zurückkommen zur Ausgangsposition. Eigentlich so ein bisschen, man hat ja verschiedene Faktoren schon gehört, ja, ich kann nur zum Messen, ich muss sie eben ein bisschen auch noch mit Zusammenhängen anreichern. Der Programmierer hat auch den Bogen zur Produktivität letztendlich geschlagen. Nochmal vielleicht zurück zu Ihrem Vortrag von gerade eben, bei der Airbus, mit der doch sehr aufwendigen Governance, die da betrieben wird, auch betrieben werden muss. Ist das beispielsweise auch ein Bereich, den Sie einer Nutzenkontrolle unterziehen? Dass Sie sagen, okay, wir haben jetzt diese 300 Seiten und was kommt tatsächlich dabei raus? Wie ich schon sagte, wir gucken natürlich schon auf die Zahlen, wir gucken uns die durchaus an. Nicht in der vereinfachten Form, dass wir sagen, große Zahlen sind automatisch gut, kleine Zahlen sind automatisch schlecht. Wir gucken uns das schon sehr genau an und ziehen da natürlich auch schon unsere Konsequenzen raus. Wir haben natürlich nicht in dem Sinne, wie wir es vorhin
wie wir es gerade diskutierten, auf, jetzt, auf das Individuum, auf den einzelnen Benutzer zu. Weil ich sag mal, ich habe es vorhin gesagt, wir haben ungefähr 120 Business Communities. Häufig ist dort auch, sag mal, so der wie soll ich sagen, häufig ist dort auch so ein bisschen der Wunsch aus verschiedenen Bereichen, dass sie eine Community machen aus Promotion-Zwecken, sag ich mal. Sie wollen sich darstellen, sie wollen zeigen im Intranet, wer sie sind, was sie machen und warum sie so toll und so wahnsinnig wichtig für das Unternehmen sind. Ansonsten ist sind auch meistens die Inhalte aber, sagen wir mal, tja, quasi unbrauchbar, weil sie bringen keinem irgendwas, außer natürlich, dass dort irgendjemand nachgucken kann, wie toll die sind. Das tut aber keiner. Und sagen wir mal, da ist es für uns natürlich dann schon ein Kriterium, dass wir den relativ leicht nachweisen können, dass diese Seiten komplett überflüssig sind. Promotion in der Form funktioniert nicht. Die Mitarbeiter gehen sehr gezielt bei uns ins Internet auf der Suche nach Informationen und finden die auch hoffentlich. Sie haben keine Zeit, das Internet zu schweifen, um sich irgendwelche Promotion-Seiten anzugucken. Und da gibt es keine Zugriffe, da sind die Zahlen sehr niedrig. Und da können wir dann schon nachweisen, das ist nichts. Das bringt nichts, das ist überflüssig, das können wir rausschmeißen. In dem Fall weisen sie auch den mangelnden Nutzen einfach durch die mangelnde Nutzung wiederum. Das schon. Nach. Das macht man schon. Auf der inhaltlichen Ebene selber, Sie haben es ja auch als einen Teilbereich Ihrer Governance angesprochen, gibt es auch dort andere, diese Tool, um letztendlich durch bessere Inhalte beispielsweise mehr Nutzen zu generieren? Durch bessere Inhalte ja und nein. Also, zum einen muss man natürlich sehen, sehr, sehr viele unserer Inhalte sind hochtechnischer Natur. Da will ich mich auch gar nicht reinmischen. Ich bin, deshalb haben wir auch diesen sehr stark dezentralisierten Ansatz letztendlich gemacht, weil in einem zentralen Team überhaupt niemand in der Lage ist, Inhalte zu bewerten. Ich bin also bei weitem nicht in der Lage, also ich bin bei 99,999% aller Inhalte bei uns im Intranet nicht in der Lage zu bewerten, ob diese Inhalte gut oder schlecht sind, weil es absolut nicht mein Thema ist. Die Anzahl der Zugriffe ist da für uns kein Kriterium. Kann kein Kriterium sein, weil einfach die Notwendigkeit für diese Information sehr, sehr unterschiedlich ist. Auch das Alter oder die Frage, ich habe das häufig auch, dass man doch gewisse Sachen, wenn sie 3 Jahre nicht aktualisiert wurden, dann müssen die doch mal irgendwann raus. Nee, müssen sie nicht. Wir haben Informationen zum Thema A300. Die wird seit vielen Jahren nicht mehr gebaut und die sind immer noch relevante Informationen. Die waren schon vor 10 Jahren relevant und die werden auch in 20 Jahren noch relevant sein. Da wird nichts von aktualisiert, also auch das ist nicht zwangsläufig ein Kriterium. Also die Inhalte, Qualität der Inhalte ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was über KPIs so gleich nicht zu beurteilen ist. Okay, sehr gut. Herr Mayer, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Videos, die Sie uns heute in Ihrem Vortrag gezeigt haben, wo die Fahrer sich sehr positiv über das Internet geäußert haben. Was waren Ihre Beweggründe, es herzustellen, diese Videos? Wollten Sie die machen, um dem Management zu zeigen, ja, es funktioniert wirklich, das ist der Nutzen? Nee, das bekommt das Management schon selber mit. Also wir haben keine große Distanz zwischen Management und sagen wir dem Eismann. Dieses Video habe ich, wie gesagt, einmal mal für diesen Robot mal produziert, aber wie gesagt, wir haben auch ein internes Eismann-TV, wo wir auch nochmal verschiedene Medien auch immer wieder promoten und wir müssen natürlich, wie man merkt, habe ich ja auch erzählt, was es doch ein mühseliges Geschäft war, die ganzen Handelsvertreter in dieses Portal reinzubringen. Wir müssen auch jetzt immer noch dafür werben und immer wieder verweisen, schaut doch mal wieder ins Portal rein, da gibt es diese Informationen und immer weiter. Also es ist letztendlich nicht mit einmal, hier hast du dein Login und guck mal selber, sondern wir müssen immer wieder darauf hinweisen, das ist eigentlich eine ständige Arbeit. Also das ist wirklich crossmediale Verlinkung, selbst auf was weiß ich, offiziellen Schreiben steht unten nochmal dieses Eismann-Portal drin, wo die Eismann draufgehen können. Ich glaube, das ist auch, da muss man auch ein bisschen Werbung machen und vielleicht auch mal so ein schönes Video machen, um zu zeigen, hört mal, ja, da sind ein paar Eismänner, die finden das toll.
vielleicht gucke ich dann doch mal rein. Oder lass mir vielleicht helfen von meinen Kindern oder von meinen Freunden und ich schaue dann selber mal rein, ob mein eigenes Bild. Okay. Ich möchte nochmal auf den Faktor auch zurückkommen, den Sie, Herr Niemeyer, vorhin angesprochen haben. Ja, auf der einen Seite ist das sehr viele Soft-Faktoren, die hier vorherrschen, was ja ein grundsätzliches Problem ist, das wir immer haben, hier im Bereich Internet, aber was natürlich auch in vielen anderen Disziplinen vorherrscht. Gibt es vor dem Hintergrund, dass man sagen kann, ja nicht nur das Internet hat Probleme, wenn es wirklich auf die Pistole auf die Brust gesetzt wird, nachzuweisen, was ist denn der konkrete Nutzen in Männern und wenn ich ausdrückt, sondern auch andere Disziplinen. Gibt es von diesen anderen Disziplinen, ich denke beispielsweise an das Marketing oder auch an TMBH und so weiter und so fort, Ansätze, wo man sagen könnte, ja, da können wir eigentlich von diesen Disziplinen, die es ja meistens viel länger gibt, als relativ junge Intranet-Welt, lernen und Prinzipien adaptieren, die dort sich einfach bewährt haben, die zum Beispiel eben dann auch den alteingefleischten Finanzcontroller überzeugen. Ja, im Moment ist es ja eigentlich so, dass die zum Finanzcontroller ein bestimmtes Berechnungsmodell, ein bestimmtes Steuerungsmodell einfach vorgibt. Und das ist eigentlich zunächst mal egal, welcher Bereich das ist, ob man eine Maschine kauft, ob man weiß ich was irgendwo Unternehmen kauft, ob man ein neues Personalentwicklungskonzept eigentlich einsetzt. Es gibt in großen Unternehmen ja bestimmte Regeln, wie sowas berechnet werden muss. Und da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Was aber spannend eigentlich ist, ist letztendlich dann schon die Frage, gibt, was mit Nutzung zu tun hat, wo man einiges davon lernen kann. Es fällt natürlich sehr viel leichter, sowas zu machen, wenn man konkrete Produktivitätsvorteile hat. Und das sind eigentlich die Faktoren, die sich dann eigentlich schnell rausstellen, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben Intranet und im Intranet haben wir Arbeitsräume oder Gruppenräume, Teams und die sind zunächst mal voneinander abgeschottet da drin. Das ist ja so ein typisches Reflex eigentlich, wenn man sowas einführt, sagt man, ja, wir wollen da drauf auf die Plattform, aber wir wollen bitte in unserem Bereich, in unserer Abteilung, in unserem Geschäftsbereich was Geschlossenes haben und die anderen können nicht da reinschauen. Das ist etwas, wo dann typischerweise Produktivitätseffekte berechnet werden können und eben nicht viel mehr da drin, weil klar, man kennt sich ja sowieso und arbeitet zusammen, da kommt nicht viel mehr raus, außer dass man eben Sachen vielleicht besser, schneller und effizienter macht. Wenn wir das Ganze dann mehr öffnen und sagen, wir wollen ja so die Netzwerkebene eigentlich reingehen, dann kommt man in einen Bereich rein, wo man eigentlich weiß, dass Netzwerke dann wichtig sind, wenn es um neue Themen geht. Also wenn ich jetzt im Unternehmen irgendwo einen neuen Job suche oder sowas, dann frage ich jetzt nicht unbedingt mal meine direkten Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite wahrscheinlich, sondern irgendwie im Netzwerk, den ich kenne, sagt, du kennst dich dann im Unternehmen aus, lohnt sich dort sich zu bewerben. Also man weiß aus der Innovationsforschung, dass Netzwerke konstituieren sich eben dadurch, dass man vielleicht die Person kennt und sagt, was schickt man denn mal eine Nachricht zu Weihnachten. Aber einfach aufrechtzuerhalten, auf den Network Xing oder sowas ein, dass das eigentlich die sind, wo Innovationen eigentlich rausgehen. Es ist natürlich dann schon viel schwieriger, wieder zu argumentieren, sagen, okay, wenn wir so ein Netzwerk aufmachen und so Social Networking im Unternehmen machen, wie kriegen wir diese Innovationseffekte eigentlich eingefangen? Und das Spannende eigentlich dann jetzt, da kann man dann tatsächlich auch mehr von den Leuten, die nach außen gehen, eigentlich von den Marketingleuten lernen, ist, welche Leute sich außerhalb vom Netzwerk bewegen, die auch für einen spannend wären. Also man wüsste, dort gibt es einen Vertriebsingenieur in Brasilien, der hat das Problem eigentlich schon mal gelöst. Wenn der aufmerksam werden würde, was ich jetzt gerade brauche, oder ich würde erkennen, dass das es ihn geben könnte, da könnte ich eigentlich viel draus gewinnen. Und das sind eigentlich die Effekte, die natürlich dann eigentlich schlagkräftig sind. Aber nochmal zurück zu meinem Eingangsstatement. Ich glaube schon, dass man mit diesen engeren Produktivitätsgrößen eigentlich genügend Nutzen nachweisen kann, formal von Controller. Spannend sind aber aus meiner Sicht natürlich immer wieder die Netzwerkeffekte oder auch die Effekte, die es dann, auch wenn es Kampf mal heute Morgen als kritisch gesehen hat, in der Kraut eigentlich hat. Das sind eigentlich die spannenden Effekte. Okay, sehr gut. Letzte Frage an Ihren Blick. Sie hatten mir vorhin gesagt, ja, KPIs und so sind eigentlich obsolet. Viele Unternehmen sind sicher heute nicht in der Position, wo der Internetmanager wirklich sagen kann, ja, ist ja toll, brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Aber was kann der Internetmanager heute machen, dass es vielleicht in 2-3 Jahren tatsächlich so ist? Das war natürlich ein bisschen steile These. Ich wollte es auch bewusst überspitzen, weil ich einfach der Überzeugung bin, da geht die Reise hin. Wir hatten es heute schon davon, dass eben Recruitment zusehends ein Problem wird auch, Mitarbeiterbindung auch, der Kampf um die Köpfe. Und
da kann das Intranet, denke ich, schon auch sehr, sehr gut eine Unternehmenskultur vermitteln. Die kann dadurch auch aufgebaut werden durch die Mitarbeiter, durch Interaktion. Und rückspiegeln, ob das funktioniert, kann man eben auch am besten in Personalgesprächen oder Zielvereinbarungsgesprächen. Zum Beispiel, hat dir das Intranet dabei geholfen, deine Ziele dieses Jahr zu erreichen oder nicht? Also eine ganz einfache Frage, um viele weiche Faktoren ermitteln zu können. Also ich hoffe, dass wir da hinkommen, weil dann wäre Unternehmen eher so, wie man sich das wahrscheinlich wünschen würde, wie ich mir das wünschen würde. Ob es dahin kommt, ja, da möchte ich keine Aussage zu machen, ich bin kein Prophet. Würde aber auf jeden Fall bedeuten, dass das Intranet, das heute ja vielfach noch sehr limitiert ist, Informationsbereitstellung, sich weiterentwickeln müsste, ganz klar in Richtung eines geschäftskritischen Instrumentes, mit dem der Mitarbeiter dann wirklich eben auch die Dinge tun kann, die ihn dann letztendlich dazu dann bringen, dass er am Jahresende sagen kann, ja, das Intranet hat mir dabei geholfen, es hat mir nicht nur dadurch dabei geholfen, dass ich eben auf dem Laufenden war, was im Unternehmen passiert, sondern dadurch, dass es mich tatsächlich in meiner Arbeit unterstützt hat. Ich kann vielleicht noch kurz ein Beispiel geben, wo, sag mal, diese Aufmerksamkeit auf der Top-Management-Ebene bezüglich unseres Intranets dann auch plötzlich schon gegeben war und was auf der einen Seite erstmal sehr unangenehm war, auf der anderen Seite aber auch natürlich sehr geholfen hat. Das war ein Fall, das war Ende letzten Jahres, kriegte ich am Wochenende einen Anruf, obwohl ich auf der Business-Seite nicht für den Betrieb der Server zuständig bin, sondern es ist natürlich die IT, aber ist ja egal, das wirft man eh alles durcheinander, wer für was zuständig ist, guckt man im Zweifelsfall nicht so hin. Das war am Wochenende und die Auslieferung einer A380 stand auf der Kippe an den Kunden, der Kunde wartete und es ging nicht, weil das Portal nicht zur Verfügung stand. Das Portal war an dem Tag, tja, eigentlich haben wir halt 24 Stunden, 7 Tage, aber gut, es ist halt auch mal nicht da, passiert und sie waren nicht in der Lage, die A380 auszuliefern, weil sie auf bestimmte Dokumente nicht zugreifen konnten. Das Thema ist ganz, ganz schnell, ganz, ganz hoch eskaliert, bis ganz nach oben. Und wie gesagt, war erstmal natürlich eine unangenehme Situation, weil man natürlich irgendwo, also unangenehm war sie gar nicht, weil im Endeffekt die IT-Kollegen das relativ schnell wieder auf die Reihe gekriegt haben. Aber es hat natürlich ganz schnell die Sichtbarkeit zum Top-Management gebracht, dass das eine ganz wichtige Infrastruktur ist, die einfach, die wir brauchen, um arbeiten zu können. Ja, ich denke, bestes Beispiel für den Wert eines Intranet gibt es fast gar nicht. Insofern zum Schlusswort. Ich noch ein anderes Beispiel dazu, wenn man dieses Unternehmen als Namen sagt, das Unternehmen hat im Moment kein Geld bereitstellen wollen, das Intranet weiterzuentwickeln, auszubauen. Haben gesagt, das funktioniert ja eigentlich schon irgendwie. Dann haben sie eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und da standen solche Dinge drin, dass die Mitarbeiter nicht genau über die Strategie Bescheid wissen, dass sie schlechte Informationsflüsse haben, dass sie keine übergreifende Zusammenarbeit nicht angehen können. Und das hat der Führungskreis zunächst mal gar nicht mit diesem komischen Thema Intranet zusammengebracht. Ja? Und wenn man dann den Link eigentlich herstellt, dann guck mal. Gibt es vielleicht dann einen Zusammenhang? Es gibt hier noch eine Menge andere Dinge, die man machen kann. Aber solche Zusammenhänge muss man nur wieder eigentlich herstellen, zu sagen, guck mal, das ist ein geschäftliches Werkzeug, das nicht etwas Nice-to-Have-mäßiges. Absolut, doch. Ja, dann ganz vielen Dank Ihnen vier, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind. Ich denke, das ist normal.